Herzlich willkommen zurück bei Crystal Isles in the Hunted. Wir sind auf der Suche nach Hesperornis. Das sind die einzigen. Ah, der kommt mir auch, ist mir jetzt auf dem Brenner hier, oder was? Ich glaube, es hackt. Nein, nein. Ich möchte jetzt darüber schwimmen. Hesperornis, also diese Entendinger, die wir in den letzten Folgen ja hier immer schon gekillt haben. Und definitiv dort auch Polymer abgeworfen wurde. Aber das ist ja, wie ihr wisst, verderblich. Und bringt uns jetzt irgendwie gar nichts. Frische lasse ich hier mal liegen kurz. Ist halt auch sehr schwer, das Fischfleisch. Und es verdirbt natürlich das Polymer. Insofern haben wir natürlich auch keins mehr. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwo... Meistens sind die ja so am Wasser... Dass die irgendwo hier rumlaufen. Weil auf der anderen Seite ist ja jetzt nichts mehr. Da habe ich ja alles gekillt. Und da spawnt nichts nach. Ja, vielleicht irgendwann spawnt da auch wieder was. Und das ist wie ausgestorben. Das hatten wir ja, ne? Wir laufen rum, es passiert einfach nichts. Hier kommt nichts, hier ist nichts. Da vorne waren so ein paar Biber und sowas. Frösche haben wir ja noch gesehen in der letzten Folge. Die Biber lassen uns in Ruhe, das heißt, wir können die Dinger auch looten. Aber da ist natürlich jetzt kein Polymer drin. Ne? Meine Hoffnung ist die Seite hier. Sonst kriegen wir das Nest nicht an. Ich habe mal so ein paar Sachen aus meinem Inventar nochmal in die Kiste gepackt, weil ich... nicht weiß, was mich hier gleich angreifen wird. So, nur Pelagornis. Pelagornisse brauche ich jetzt nicht und die werfen auch kein organisches Polymer ab. Ich brauche Hesperornis. Enten. Hier waren ja auch mal Nester. Irgendwie kommen aber keine mehr. Ach, ist das toll. Also ich kann natürlich jetzt auch ganz viel rumlaufen und gucken. Hier sind nur Pelagornisse. Ein Quetzi. Wo sind denn diese Kackenten, wenn man sie braucht? Wir hatten doch so viele hier. Hier ist nichts mehr. Paar Schildkröten. Das sind Ichthys, ne? Ne, das sind auch Pelagornisse. Tja, das ist die einzige Quelle, die hier möglich wäre. Denn wir kommen nicht ins Meer und wir kommen auch nicht ins Eisgebiet von hier aus. Um irgendwie... Kaikurus da zu töten. Aber es gibt hier irgendwie keine mehr. Okay, wir brauchen organisches Polymer. Gut, dass ich das Ei weggepackt habe. Hier sind nämlich Pteranodons. Das wäre jetzt ungünstig gewesen. Pelagornisse. Was? Oh, hallo. Mein kleines. Wie kann ich dich denn zähmen? Gar nicht, ne? Süßi. Kann ich dich zähmen?
Ich glaube, da hast du hier keine Chance. Und wenn, was möchtest du denn essen, Kleiner? Ich habe ja gar nichts. Na? Kibbel. Kibbel? Dein Ernst? Ich hab doch keinen Kibbel. Wo soll ich denn jetzt Kibbel herkriegen? Also klassisches Kibbel wahrscheinlich, ja. Mhm. Top. So, was ist jetzt hier mit den Enten? Die dusseligen. Ich brauche Polymer, Leute. Polymer. Poly. Und dennoch organisch. Ich würde ja auch normales Polymer. Nee, normales Polymer geht ja auch nicht. Da war ja was. Hallo. Ich spawn mir gleich so ein blödes Viech. Ohne Witz. Wenn das so weitergeht, spawn ich mir so ein Vieh. Das ist halt nicht so cool, ne? Also wenn du weißt, was du brauchst, du lernst, was du brauchst, alles klar, alles kein Problem. Aber wenn ich an die Sachen nicht rankomme, weil irgendwas hier fehlt oder weil keine Tiere spawnen oder was auch immer, dann mindert das den Spielspaß. Ist so. Ich möchte jetzt so eine doofe Ente haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ey. Bin ich hier noch richtig? Da ist ein Morellatops. Wo bin ich? Tja, was soll ich sagen? Warum laufen die weg? Hallo? Okay, wo bin ich? Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe keine Ausdauer. Lass mich! Bin ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich muss irgendwie dahin, glaube ich. Ich will doch bloß so eine Kackente haben, Mann. Ja, da war wohl ein Junges mit bei. Tja, läuft bei uns, ne? Also richtig gut hier. Crystal Isles, The Hunted. Mega krass. Wo ist denn jetzt meine Butze? Da hinten, ne? Ja, da wo der Lootstrahl ist. So, es gibt hier Ka... Hallo? Dodo-Eier. Habt ihr Polymer? Boah, wie viel Nester hier sind. Möchte gerne. Kann ich hier. Nee, kann ich nicht. Oh, ich brauche das ganze Fleisch nicht. Also eigentlich brauchen wir schon Fleisch.
Hier, Killhide, genau, das habe ich gesucht. Und Federn habe ich gesucht. So, jetzt bin ich überladen. Okay, das ist super. Ich hau mal, was nehme ich denn raus? Hier, das Fischfleisch, das bringt eh nicht so viel. Verdorbenes hauen wir auch erstmal raus jetzt. Na. Hallo. Lass mich nicht mehr wegstoßen. Ich mein's doch nur gut mit dir. Würde ich jetzt sagen. Ich brauche einfach nur eure Federn. So. So, okay. Federn. Bisschen Fleisch wieder raus. Das kann weg. Die ganzen Eier nehme ich mit. Dann haben wir nämlich ganz viele von den Dodos. Die züchten wir uns. Ich hau hier ein Stack Fleisch raus, ne? So, okay. So, dann fehlen uns immer noch die doofen Enten. So, da vorne ist ein Lootstrahl, da ist unsere Hütte. Hier, Ente. Kann ich hier rüberlaufen? Ja, das ist gut. Dann laufe ich hier mal rüber. Ich hoffe jetzt, oder ich laufe einfach nochmal. Da. Leute. Hier. Hier, Harvest Organic Polymer. Ich werde alles harvesten, was ich hier habe. Yes, Mann. Eins? Really? Eins. Ein Polymer. Wie lange soll das halten? So, ich hau mal noch einen raus. So, okay. Let's go home. Wenn ich noch einen finde. Ich weiß nicht, ob ich so... Komme ich da überhaupt drüber? Ich habe Hunger. Haben wir noch mehr von denen? Also ein Polymer ist echt ein bisschen wenig, oder? Da ist noch einer. Schnucki, bleib stehen. Ich brauch dich. Wir brauchen mehr Polymer. Schon wieder nur ein. Okay, ich versuche mal nach Hause zu kommen. Wir haben ja noch ein bisschen... Habe ich echt die Riesenrunde gelaufen und die waren direkt hier? Na gut. Ist ja egal, Hauptsache wir haben welche gefunden. So, ich schwimme mal entspannt, ohne meine Ausdauer kaputt zu machen. So, und dann schmeißen wir das direkt oben rein ins Nest. Ich hole noch schnell mein Ei. Ich brauche einen Kühlschrank. Wir brauchen einen Kühlschrank. Aber den Kühlschrank können wir nicht bauen ohne Obsidian. Das werde ich auch gleich nochmal eruieren nach der Folge. Gucke ich da nochmal rein, wo wir genau Obsidian finden. Vielleicht haben wir doch Glück und es ist in der Nähe irgendwas. Haben wir vielleicht irgendwo was gesehen? Keine Ahnung. Hier, 39 Federn. Sehr gut. So, wo ist denn... ich habe es doch mitgenommen, das Ei. Interessant. Na gut, dann lass uns mal los. So. Wo haben wir denn eigentlich... Kann ich da unten nicht irgendwas abbrutzeln? Ach, egal, komm. Wir haben jetzt andere Sachen zu tun. Lass uns erstmal das Pteranodon-Ei einmal hier ausbrüten. Okay, also wenn die Hesperornis hier in der Nähe sind,
haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit. Die Frage ist, wie lange hält das? Oh, Palmen. Wie lange hält das, ne? So, ich mache jetzt hier mal die Polymerdinger rein. So. Und dann machen wir fallen lassen. Bleib stehen. Zu heiß. Warum ist das zu heiß? Ich kriege die Krise, ne? Ich kriege die Krise, Leute. 28 Grad, 5 zu 21. So, ich probiere jetzt was, ja? Wie war denn das? Set time of day. Of day. Ich nehme jetzt irgendwie 22 Uhr oder so. Und er sagt mir immer noch zu heiß? Ernsthaft? Digi, wir haben 22 Grad. Warum? Warum macht er das? Oh, er brütet. Er brütet, er brütet, er brütet. 10 Minuten, Leute. 10 Minuten. Okay, das werden wir vielleicht in dieser Folge noch erleben. I don't know. Wir müssen wahrscheinlich die Nacht durchziehen. Okay. So, ich denke mal 25 Grad ist irgendwie... Oh, hier ist mein Wasserschlauch. Den habe ich schon besucht. Ist irgendwie die Grenze vielleicht. Aber warum? Oder hat er einfach noch ein bisschen gebraucht? Das kann natürlich auch sein. Ja, cool. So, was haben wir denn hier? Erzähl doch mal. Jungpflanze. Da ist noch nichts drin. Es ist ja auch eine Jungpflanze. Noch kein ausgewachsenes Gewächs. Ach, wie cool. Wir können hier eine Palme anbauen. Schön. So, 10 Minuten. Wir lassen es mal Nacht sein. Ja, sorry, das musste jetzt sein, weil ich musste prüfen, ob das ein Bug ist oder ob es wirklich an der Temperatur liegt. Haben wir denn hier irgendwo ein Lagerfeuer, ein Ofen, ein irgendetwas, was wir bauen können, damit ich Essen machen kann? Irgend so ein... Also irgendwas Schöneres als ein Lagerfeuer. Das wäre halt ganz cool. Irgendein Ofen? Ja, Schmelzofen. Mhm. Oder ein Kamin oder sowas? Haben wir sowas? Wie hieß denn das und ab wann kann ich das bauen? Ich möchte gerne... Räucherkammer wäre noch für Notfall möglich. Wenn alle Stricke reißen. Der Item-Kollektor, ha? Huh? Ah, den könnten wir sogar bauen. Aber wir haben kein Leder, kein normales Leder. So, wo haben wir denn einen sogenannten... Hier, das da. Das meine ich. SS Stone Fireplace. Den bauen wir uns. Den will ich haben. Stone Fireplace. Hier. Gib mir. Was brauchen wir denn alles? Not enough inventory space. Hab ich mir fast gedacht. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Das ist jetzt ein bisschen... sehr dunkel. Haben wir denn eine Fackel? Da, nehmen wir die so lange. So, und wir bauen erstmal eine SS-Werkbank.
gleich, wenn wir... Ich vermute, ich habe die noch nicht gebaut. Ich gehe ganz stark davon aus. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. So, Fackel, hier. Ah, hell. Sehr gut. So, ich guck mal nochmal schnell nach dem Baby. Oh, da brauchen wir ja auch Fleisch, ne? Natürlich brauchen wir Fleisch. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Nein, 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 nein. Lass das da drin. 7 Minuten. Okay, alles ist noch gut. Wir haben Fleisch. Hier, ja, sieht gut aus. Wir haben auch noch ein bisschen Fisch. Ich hoffe, das funktioniert so. Mal gucken. Hier hinten waren die Dinger. Okay, das hilft uns nicht. Wir brauchen eine Crafting Station. Die hatten wir drüben in der anderen Base, soviel ich weiß. Ach, jetzt komm schon. Lass mich nicht so hängen. Das, boah, irgendwas ist immer, ne? Haben wir doch irgendwo eine Truhe, die ich belagern kann? Ne, hier ist auch alles. Ne, hier könnte ich noch was reinmachen. Okay, dann mache ich das. Abbrechen. Dann packe ich das mal da rein. Erstmal. Alles, was geht. So. Ja, genau. Du schmeißt es einfach raus, statt es in die Kiste zu machen. Okay, F. Alles aufgenommen. Ja, sehr clever. Das war sehr, sehr clever. So, nochmal. So, das Schwere habe ich, glaube ich, erstmal rausgehauen. Und jetzt können wir die Crafting Station... bauen. Okay, gut. So, da können wir nämlich eine ganze Menge reinklatschen. Das ist ganz gut. Da können wir alle Werkstoffe eigentlich reinzimmern. Und auch in die Werkbank natürlich, die auf dem Floß ist. Aber hier wäre das, glaube ich, ganz gut. So, und dann bauen wir uns diesen Fireplace. Ich vermute allerdings, dass wir dafür noch... Warum kann ich hier nichts bauen? Leute, ich habe irgendwie ein Thema. Ich glaube, irgendwas in den Einstellungen in Sachen, ich kann nicht in der Nähe eines Lootstrahls bauen, hat sich hier... Was hier passiert? Hier kann ich jetzt. Okay, alles klar. Ich setze ihn erstmal hier hin. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ich kann kein Fireplace da oben bauen. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich, also ich muss gleich, wir brauchen Stein. Ich muss gleich nochmal eine Runde gucken, was da los ist. Irgendwas ist in den Einstellungen nicht mehr cool. So, wir brauchen 4 Stein, ja? So. Welchen Level haben wir denn? Ich habe auch noch gar nicht geguckt, ob wir noch Wyvern hier haben. Ich befürchte nämlich, es sind keine mehr da. Boah, kurz hinlegen. Ach ja. Und hier spawnt auch nichts nach, ne? Okay, ich gehe gleich nochmal nach der Folge, werde ich noch... Oh, das ist aber schön. Werde ich nochmal eine Runde gucken, was da los ist. Mit der Respawn-Zeit und so weiter. Und mit dem Lootstrahl-Gedöns. Da stimmt irgendwas nicht. Ich kann nichts mehr hinstellen. Und das macht keinen Sinn. Thank you.
So, haben wir noch mehr Steine irgendwo hier. Ich darf meinen Pteranodon nicht vergessen. Der ist sehr wichtig. So, wird gleich ohnmächtig. So, das sollte reichen, ne? Da kommen wir ja auch von da oben. Da kommen wir ja von da oben hier ran. Dann brauche ich das jetzt nicht schleppen. So. Okay. Wir brauchen ja, glaube ich, nur Stein, nichts anderes. Fireplace. Aber den werde ich eh nicht hinstellen können, weil irgendwas blockiert. Weil irgendetwas blockiert. Sehr hübsch. Schöner Stone Fireplace. Very nice. So. Ne, war klar, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Oh nein. Okay, ich muss schon wieder die Zeit runterstellen. Nochmal ein bisschen Nacht machen. Ich hoffe, der erholt sich gleich. Jungpflanze. Komm schon, Schatz. 19 Grad. Er macht nichts. Aber warum macht er nichts? Vorhin hat es auch ein bisschen gedauert, ne? Vielleicht sollte ich 23 Uhr einstellen. Ne. Ja, großartig. Das ist ein bisschen buggy oder was ist da los? Er brütet nicht. Ich stürze mich hier gleich runter, ehrlich. Oh Mann, oh! Jetzt komm schon, du Kackei. Ich will einen verdammten Pteranodon haben. Das dauert hier schon 20.000 Folgen. Was brauchst denn du für Temperaturen, Diggi? Was brauchst du? Hätte ich den drinnen machen? Hätte ich den drinnen lassen sollen? Ja, toll. Hätte ich den drüben machen sollen? Im anderen Gebiet? War es da nicht so heiß wie hier? Eben hat es auch funktioniert. Komm schon.
Das gibt's doch gar nicht, Mann. Warum hat denn das vorhin funktioniert und jetzt nicht mehr? Oder? Polymer ist alle. Polymer ist alle. So, okay, ich werde in der nächsten Folge, beziehungsweise dazwischen, hier mal rumflattern, mir Polymer organisieren und ich werde nochmal gucken, wie ich diesen Lootstrahl hier umgehe, ne, dass ich da bauen kann. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich hoffe zumindest, dass es damit zu tun hat, dann wüsste ich wenigstens, was der Fehler ist, aber das kriegen wir raus. Also, Leute, es war wieder sehr aufregend. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst mir umgehend einen Daumen hoch da. Ganz wichtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.